Moin Leute, und heute zeige ich euch einen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass für die PS4 und Xbox One. Für den PC weiß ich leider nicht, müsste mal einer ausprobieren. Was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr braucht natürlich eine Basis, die voll ist. In der Basis selbst muss ein Fahrzeug stehen, was ihr wegschmeißen könnt. Das bedeutet, das Fahrzeug geht bei diesem Glitch verloren. Mein Tipp, nicht den normalen LG, der kostet im Internet nur 0 Dollar. Ihr braucht auch noch ein MOC mit persönlichen Lagerstellplatz im dritten Abteil des Anhängers. Und ihr braucht natürlich ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nicht den normalen LG Retro Custom, der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Und ihr braucht ein Motorrad, was in irgendeiner Garage oder im Motorradclubhaus steht. Und generell war's das schon von diesem Glitch. Aber bevor ihr jetzt mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Würde mir übelst helfen, Leute. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich doch jetzt schon kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Als kleine Nebeninfo, Leute, mein Unlock All Service existiert immer noch. Wer also noch ein Unlock All für den PC braucht, in der Videobeschreibung ist ein Link zur Unlock All Seite und dort könnt ihr euch safe und easy ein PC Unlock All bestellen. Link, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung. Checkt mal die Seite auf jeden Fall ab. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr in Story-Modus oder im Editor. In meinem Fall bin ich jetzt in Story-Modus. Aber warum überhaupt das Ganze? Ihr müsst euch einen anderen Zielmodus einstellen. Das macht ihr, indem ihr jetzt auf Optionstaste drückt, dann auf Einstellungen geht, dann auf Steuerung und dort den Zielmodus ändert. Vom teilweises unterstütztes Zielen zum Beispiel auf freies Zielen, denn ihr braucht einen anderen Zielmodus als die normalen Online-Spieler. Habt ihr dann jetzt so einen Zielmodus, könnt ihr jetzt einfach in GTA Online reinjoinen. In meinem Fall gehe ich jetzt einfach in eine Freundessitzung. Seid ihr in der Freundessitzung angekommen und seid mit eurem MOC an eurer Basis angekommen, steigt ihr aus dem MOC raus. Was ganz wichtig ist, Leute, der blaue Punkt vom MOC muss da sein. Wenn er nicht da ist, dann steht der MOC ein bisschen falsch und es ist nicht genügend Platz für den MOC. Deswegen müsst ihr dann eventuell nochmal umparken. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr diesen MOC, also diesen blauen Punkt vom MOC, seht. Als nächstes registriert ihr euch als Motorradclub-Anführer, als MC-Anführer und bestellt ein Motorrad zu euch. Habt ihr euch ein Motorrad zu euch bestellt, ist es wirklich völlig egal, welches Motorrad, denn dieses Motorrad geht beim Glitchen nicht verloren. Fahrt jetzt zur Basis und in diesen gelben Punkt hinein. Ihr werdet eine Meldung erhalten, dass die Basis voll ist. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr drückt jetzt einmal die PlayStation-Taste oder bei Xbox die Xbox-Taste, um in dieses Menü zu kommen. Seid ihr in diesem PlayStation-Menü oder Xbox-Menü drinne, geht ihr wieder zurück in GTA rein. Die Meldung, dass die Basis voll ist, müsste jetzt verschwunden sein. Und jetzt müsst ihr ganz, ganz schnell zu eurem MOC fahren und einfach reinfahren. Ihr werdet jetzt einen ewigen Blackscreen bekommen, Leute. Habt ihr diesen Blackscreen, habt ihr schon mal vieles richtig gemacht, Leute. Als nächstes müssen wir jetzt irgendeiner anderen Person nachjoinen. Das bedeutet, ihr sucht einfach irgendeinen aus einer Liste, aus einer Community oder sonst irgendwo raus, der gerade GTA Online spielt. Und ihr müsst euch natürlich vergewissern, dass der in anderen Zielmodus ist. Das bedeutet, einfach auch gut Glück hoffen, dass er in anderen Zielmodus ist. In meinem Fall habe ich jetzt einen Kollegen genommen, der mir bei einem Glitch kurz hilft. Deswegen ist dieser Glitch auch so gesehen nur 95% Solo, denn für diesen einen kleinen Schritt braucht jemanden zum Nachjoinen. Aber nicht mal wirklich, ihr joint ja nicht mehr wirklich nach, aber halt das der Anfangsweg zum Join, sage ich jetzt mal, das machen könnt. Na gut, habt ihr jetzt jemanden gefunden? Geht jetzt auf Beitreten. Jetzt wird sich die Meldung laden. Ihr werdet dann irgendwann eine Meldung bekommen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten wollt. Diese Meldung bestätigt ihr mit X. Aber die zweite Meldung, dass er einen anderen Zielmodus hat, brecht ihr mit Kreis ab. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Und boom, ihr seid aus dem Blackscreen heraus. Jetzt müsst ihr einfach mit dem Motorrad zur Seite von eurer Basis fahren. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Seid jetzt an der Seite eurer Basis angekommen, steigt hier aus und sucht euch den Molotov Cocktails. In Hoffnung, dass ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Denn ihr werft jetzt einfach 2, 3 kurz auf die Kante von eurer Basis hin, damit es da überall brennt. Denn Leute, ihr steigt jetzt wieder auf euer Motorrad ein und fahrt mit Vollgas da rein ins Feuer. Ihr werdet eine Meldung erhalten, dass die Basis voll ist. Ihr wartet jetzt einfach mindestens 2 Sekunden und dann akzeptiert ihr die Meldung. Am besten wartet ihr sogar noch 5 Sekunden.
Ihr müsstet jetzt die Hälfte eures Lebens verloren haben. Und jetzt, wenn ihr es vom Motorrad absteigt, müsst ihr das Motorrad automatisch verschwinden. Wenn das passiert, Leute, habt ihr vieles und fast alles richtig gemacht. Und jetzt kommt eigentlich jetzt der leichte Teil. So, jetzt müsst ihr euch nämlich, wenn ihr das geschafft habt, euch umbringen. In meinem Fall haben mich zufälligerweise sogar die Flammen getötet. Aber wenn ihr überlebt habt, müsst ihr einfach Selbstmord begehen übers Interaktionsmenü. Seid ihr dann jetzt wieder gespawnt, könnt ihr euer Fahrzeug bestellen, was ihr euch duplizieren wollt. In meinem Fall nehme ich ja den LG Retro Custom. Und wie gesagt, Leute, das Fahrzeug braucht ein eigenes Nummernschild, ein benutzerdefiniertes Nummernschild. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn ihr kein eigenes Nummernschild habt, dann macht ihr euch nämlich dreckige Kopien dabei. Und das ist schlecht für euch. Na gut, ist euer Fahrzeug angekommen, müsstet ihr es jetzt irgendwo einklemmen. In meinem Fall klemme ich es zwischen dem Felsen und mein LMOC ein. Denn das Ziel ist es, Leute, dass wir ins Fahrzeug rein teleportiert werden, wenn wir einsteigen, und raus teleportiert werden, wenn wir aussteigen. Dafür müssen beide Türen vom Fahrzeug eingeklemmt sein, so wie ich das jetzt hier im Video mache. So, wenn ich das Ganze rein und raus teleportiert, Leute, könnt ihr euer Interaktionsmenü öffnen und auf Motorrad-Club-Fähigkeiten gehen. Dann müsst ihr ganz oben stehen, Fahrzeug wieder einlagern. Leute, jetzt kommt es ein bisschen aufs Timing an, denn ihr müsst jetzt gleichzeitig einsteigen und gleichzeitig dieses Fahrzeug einladen bestätigen mit X. Also gleichzeitig Dreieck und X auf der PlayStation 4. Wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr einsteigen und das Interaktionsmenü müsste verschwinden. Wenn ihr das geschafft habt, Leute, fahrt jetzt einfach zu eurer Basis. Da werdet ihr jetzt natürlich wieder die Meldung erhalten, die Basis ist voll. Aber diesmal bestätigt ihr einfach die Meldung. Und seid ihr dann in der Basis drin, ersetzt ihr natürlich ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. In meinem Fall ist es ein normaler LG und BOOM! Das Fahrzeug ist dupliziert. Und so einfach geht das, Leute. Und jetzt, Leute, wenn ihr es noch weiter glitchen wollt, müsst ihr jetzt einfach nur in den E-Tor gehen und dann wieder an einer normalen Freundessitzung, Einladungssitzung, was auch immer, und könnt dann weiter glitchen. Aber für die Leute, die das Fahrzeug jetzt verkaufen wollen, also diesen Glitch wirklich jetzt abschließen wollen, ihr müsst jetzt leider GTA neu starten. Das muss ich jetzt in meiner Wenigkeit jetzt auch machen. Als kleine Nebeninfo, Leute, mein Unlock All Service existiert immer noch. Wer also noch ein Unlock All für den PC braucht, in der Videobeschreibung ist ein Link zur Unlock All Seite und dort könnt ihr euch safe und easy ein PC Unlock All bestellen. Link, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung, checkt mal die Seite auf jeden Fall ab. Seid ihr dann nach einer gefühlten Stunde wieder in GTA Online angekommen, könnt das Fahrzeug jetzt rausfahren. Deswegen musstet ihr auch GTA ja neu starten, denn sobald ihr mit dem Fahrzeug rausfahrt, wo ihr noch nicht GTA neu gestartet habt, werdet ihr automatisch aus dem Auto rausgeschmissen und das Fahrzeug steht dann so gesehen für euch nicht mehr zur Verfügung, könnt auch nicht mehr einsteigen. Deswegen müsst ihr GTA neu starten, aber ist ja nicht so schlimm. Das könnt ihr am Ende des Glitches machen, wenn ihr eure ganzen Fahrzeuge dupliziert habt. Na gut, ich bin jetzt inzwischen an LS Customs angekommen und ich guck mal, wie viel das Fahrzeug bringt. So, in meinem Fall bringt das Fahrzeug knappe $975.000. Also wenn man ein bisschen aufrummelt, ist es eine knappe Million Dollar pro Karre. Und wenn man überlegt, pro Duplikat braucht die um die 3, 4, vielleicht auch maximal 5 Minuten. Das ist schon richtig heftig, Leute. Also ihr werdet auf jeden Fall nicht lange brauchen, um ein Fahrzeug zu duplizieren. Und das Beste ist, Leute, dieser Glitch ist nahezu solo. Ja, leider nur nahezu, denn ihr braucht ja irgendeine Person, um nachzujoinen. Aber trotzdem, alles, was ihr machen müsst, ist halt solo praktisch gesehen. Aber das war es jetzt eigentlich von diesem Glitch. Wenn ihr jetzt weiter glitchen wollt, könnt ihr natürlich weiter glitchen. Aber vergesst natürlich nicht, euer GTA danach neu zu starten. Aber natürlich, Leute, verkauft nicht zu viele Autos. Ihr könnt maximal alle 30 Stunden 7 Autos verkaufen und pro Stunde solltet ihr maximal nur 2 Autos verkaufen. Das hat den Zweck, damit das Anti-Cheat-System euch nicht erwischt beim Glitchen. Wenn das Anti-Cheat-System bei euch Alarm schlägt, dann könnte irgendwas mit eurem Account passieren als Strafe von Rockstar. Deswegen achtet ein bisschen. Ihr könnt euch zwar natürlich die ganzen Garagen voll glitchen, aber beim Verkaufen lasst euch Zeit, macht das regelmäßig und nicht im großen Stil. Denn sonst seid ihr auf jeden Fall dran, Leute. Aber das war jetzt das Wort zum Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat und euch sogar weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für das Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.